Volle Hütte hieß es am Freitagabend in der Getik Arena gegen die Füchse Berlin. 6.809 Zuschauer wollten natürlich einen erneuten Heimsieg ihres SCM gegen die Füchse sehen. Und das sagten die Verantwortlichen vor dem Spiel. Ja, besonders ist es immer hier zu spielen, denn es ist eine tolle Atmosphäre in der Halle und ich glaube nicht nur für die Heimmannschaft, sondern auch für die Gäste. Und insofern freuen wir uns auch immer auf diese Partien. Es waren immer enge Spiele und das erwarte ich eigentlich heute von dem Spiel auch. Es waren natürlich immer sehr schöne Spiele, die wir hatten die letzten Jahre, vor allem letztes Jahr, wo wir zu Hause gewonnen haben. Das wollen wir natürlich heute wiederholen. Aber letztendlich geht es wirklich nur um 2 Punkte. In der Woche fragt dann keiner mehr, gegen wen man die geholt hat. Und unser Ziel ist es natürlich heute, das Optimale rauszuholen. Vorab gab es Geburtstagsglückwünsche an Yannick Green und Alexander Saul. Auf geht es in die Partie. Das war die Grundlage für einen super Start. Parade Dario Quenstedt und im Gegenzug das 2:0 durch Michael Damgaard. Und die Halle ist voll da. Nach 5 Spielminuten gab es den ersten Treffer für die Füchse. Es steht 3:1. Es bleibt immer das gleiche Ding. Dario Quenstedt fängt den Ball und im Gegenzug versenkt ihn Robert Weber im Kasten von Silvio Heinevetter. 6:1. Die Füchse reagieren mit einer Auszeit. Sie bleiben mit den Toren vorerst im 5-Minuten-Rhythmus. In der 15. Spielminute fällt das dritte Berliner Tor durch Kent Robin Tönnesen. Bei diesem Tor von Robert Weber feiert die Halle. 9:3, die Füchse sind von der Rolle. Und sie bleiben beim 5-Minuten-Rhythmus. Nach 20 Minuten kommt das vierte Berliner Tor durch Bjarki Ellison. Auch unser Nachwuchs macht seine Sache gut. 14:8 in Unterzahl durch Vincent Sohmann. Ein tolles Tor. Den Pausenstand besorgt aber Berlin. 15:9 durch Peter Nenadic. Er war mit 8 Treffern erfolgreichster Fuchs der Partie. Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufhörte. Ein hervorragender Dario Quenstedt pariert einen 7 Meter der Füchse. Und er ballerte aus allen Richtungen. 19:11, Michael Damgaard mit seinem 5. Tor. Eine Spielminute später. Die Füchse ziehen über das Tor und Robert Weber macht mal fröhlich ein Tricktor. Seine Nummer 5 im Spiel. 20:11, der SCM 9 Tore vor. Es macht Spaß zuzuschauen. Noch muss man leider sagen. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Die Füchse bekommen den SCM besser in den Griff, nur noch 22:16. Wieder versemmelt der SC Magdeburg. Berlin gibt im Traum nicht auf. Da sind es nur noch 3 Tore Vorsprung. Es läuft gar nichts mehr beim SCM. Fabian Wiede mit dem Anschlusstreffer Berlin 23:22. Die Halle ahnt Böses. Da ist er, der Ausgleich. 23:23. Er wird den SCM mit diesem Tor wenigstens einen Punkt retten. Robert Weber 24:23. 8 Sekunden vor dem Ende gleicht Bjarki Ellison zum 24:24 aus. Auszeit Magdeburg. Aber ein taktisches Foul der Füchse und 2 Minuten gegen Drago Vukovic sowie ein 7. Feldspieler beim SCM können den Sieg nicht retten. Silvio Heinevetter pariert den Wurf von Marco Besiak. Es bleibt beim enttäuschenden 24:24. Und hier die Stimmen zum Spiel. Also muss man ganz ehrlich resümieren, das war eine katastrophale erste Halbzeit. Magdeburg super in Abwehr gestanden. Da saß ich auf der Bank, da hat Bob zu mir: Verabschiedet euch hier mit erhobenen Hauptes aus der Halle. Und da habe ich zu ihm gesagt: Arsch lecken, wir gewinnen hier noch. Und ehrlich gesagt ist es auch ein Sieg für uns, ja? Muss man ehrlich sagen. Wenn man so zurückkommt, war ein super Spiel, glaube ich, auch viele Zuschauer. Und wir sind glücklich. Habt ihr euch besser auf den Angriff eingestellt oder habt ihr die Abwehr von Magdeburg besser ausgehebelt? Was meinst du? Erste Halbzeit Magdeburg besser gekämpft, zweite Halbzeit wir. Die zweiten 15 Minuten von der zweiten Halbzeit waren noch in Ordnung und ab dann hatten wir einen kompletten Fadenriss. Gibt es dafür schon eine Erklärung ein paar Minuten nach dem Spiel? Nein, gibt es jetzt im Moment noch nicht. Also wir sind natürlich alle sehr, sehr enttäuscht über uns selber. Das ist für uns alle ein Punktgewinn, ja, ein Punktverlust, Entschuldigung.
aber wir müssen jetzt einfach wieder aufstehen und die nächsten Spiele erfolgreich gestalten. Ihre eigene Leistung, da kann man nur sagen, Chapeau, Sie haben stark gehalten, wie auch gegen Hamburg. Am Ende hat es nicht gereicht. Wie bitter ist das dann für Sie? Also wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team. Also ich möchte mich da als Torwart gar nicht ausnehmen. Ich hätte auch in den letzten 15 Minuten noch mal ein, zwei Bälle mehr halten können. Also ich bin an vielen Bällen dran, aber es hat dann auch das nötige Quäntchen Glück oder auch in den letzten Prozenten noch gefehlt bei mir. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Wie haben Sie die Schlussphase gesehen mit der hektischen Situation Foul an Jurenatek? Weil da hätte das Spiel ja noch zugunsten des SC Magdeburg entschieden werden können. Also Sie meinen die Möglichkeit mit dem 7 Meter zum Schluss? Ja, da möchte ich nichts zu sagen. Das war nicht spielentscheidend. Okay. Danke. Nee, also ich meine, wir haben es völlig selber verdattelt. Wir haben im Spiel jetzt eigentlich alles gezeigt, alles, was wir können, aber leider in den letzten Viertelstunden dann auch alles, was wir nicht können. Und das darf uns, egal in was für einem Zustand wir sind, darf uns eigentlich nicht passieren, dass wir so ein Spiel noch aus der Hand geben. Wir haben einfach zu früh aufgehört zu spielen. Was war anders in der letzten Viertelstunde? Wir, das ist auch nicht das erste Mal diese Saison, wieder angefangen zu zittern, nachdem wir zwei, drei Bälle abgegeben haben. Und da fehlte uns jetzt einfach die Ruhe, Gelassenheit und die Cleverness, so ein Ding einfach nach Hause zu spielen. Und das fühlt sich einfach gerade richtig mies an. Also erstmal muss ich sagen, was bis zur 45. Minute geleistet worden ist, war wirklich aller Ehren wert. Ich glaube, wir haben wirklich ein super Spiel gemacht bis dahin. Ja, und dann führst du mit 8 Toren und dann kommt ein Fehler zum nächsten. Dann wird hinten nicht mehr richtig zugepackt und jeder sagt, das Ding ist durch. Vielleicht hätte es gereicht, wenn wir mit 4 Toren vorne gelegen hätten, dann wären wir konzentriert geblieben. Aber das ist eben Sport, das ist brutal. Und ich glaube, das Spiel hätte nicht eine Minute länger gehen dürfen, dann hätten wir heute verloren. Glauben Sie möglicherweise, dass dann so ein bisschen Verunsicherung hochkam in dieser Schlussphase, in dieser Schlussviertelstunde, die ja beim SC Magdeburg in den letzten Tagen vorhanden war? Ne? Ja, natürlich. Also ich sag mal, wir haben in den letzten Sekunden gegen Rhein-Neckar verloren. Wir haben in der letzten Sekunde gegen Leipzig verloren. Da natürlich völlig zu Recht. In der letzten Woche haben wir dann die letzten 10 Minuten die Flatter gekriegt und das zeigt sich heute auch. Das ist halt schwierig, wenn du keinen Lauf hast und die Berliner, denen scheint die Sonne sonst wo raus im Moment. Ja, und dann glaubst du wieder an, das sind dann Kleinigkeiten, die zählen. Natürlich sind wir enttäuscht, aber ich glaube, wir haben auch viel Gutes gesehen, auch wenn man sich da heute nicht richtig drüber freuen kann.